Sailing Biedewind. Im Sommer 21 unternahm ich mehrere kleinere Touren entlang der deutschen Ostseeküste. Folge mir in dieser Episode von Kappeln aus der Schlei kommend nach Flensburg. Der Sommer 21 war ziemlich verkorkst. Nur zu häufig ließ ich mich bei Regen einwehen oder saß unterm Regenschirm bei einem Bier im ungemütlichen Dauerregen. Zum Glück kam zwischendurch auch mal die Sonne raus, sodass ich dir ein paar Impressionen der Stadt Flensburg zeigen kann. Aber nun schau selbst von Beginn an. Der Start dieser Episode beginnt in der Schlei. Wegen Starkwinds hing ich dort seit 2 Tagen fest. Tja, was soll man zu diesem Wetter im Augenblick sagen? Ich liege jetzt hier einen 2. Tag in Kappeln, lass mich einwehen. Es hat zwischendurch 8 Windstärken, manchmal in Böen auch 9. Die Schlei ist jetzt fast leer gelaufen. Meeresspiegel ist jetzt hier schon um 1 Meter abgesunken. Die ersten Boote liegen auf dem Schlick fest, können gar nicht mehr freikommen. Der nächste Schauer geht gerade wieder durch. Ja, so verbringe ich immer meinen Tag. Mit lecker kochen, Gitarre spielen. Ab und an, wenn mal ein bisschen Wolkenloch kommt, dann gehe ich auch mal in die Stadt und kicke mir die ein bisschen an. Ist ja wunderschön hier. Nun ja, morgen werde ich mal versuchen, irgendwie durchzukommen in die Flensburger Förde. Soll wohl nachmittags kurzfristig mal leicht abflauen. Was heißt schon abflauen? Da sind dann immer noch irgendwie 23 Knoten Wind. Aber eben bei über 30, da laufe ich nicht mehr aus. Das muss ich mir nicht antun. Und schon gar nicht, wenn er aus West kommt oder nur gegen an ist. Genau, und wenn es morgen mal ein bisschen weniger wird und alles so geht, wie ich es mir vorstelle, den flaut er zum Abend ganz ab. Und dann kann ich das letzte Ende mit dem Motor in die Förde reintuckern. Dann schaue ich mal, ob ich da irgendwo in Paulingau oder weiß der Geier wo Platz kriege und dann nächsten Tag durchmache bis Flensburg. Ach Gott, jetzt kommt schon wieder die nächste Schauerböe. Am nächsten Morgen beobachtete ich genau das Wetterradar. Gegen Mittag sollten die letzten Schauerfronten durchgezogen sein und ich beschloss auszulaufen. Mit reichlich Rückenwind hielt ich Kurs Marsholm schleiabwärts hinaus auf die Ostsee. Ich laufe jetzt geradeaus von Grauhöft-Kappeln, bin gerade an Marsholm quer ab. Es hat noch ganz gut Wind, so 22, 23 Knoten aus West. Zum Nachmittag soll der hoffentlich ein bisschen abflauen, das ist zumindest der Plan. Ich versuche also bei Westwind hochzukommen bis zum Leuchtturm Kalkgrund. Das müsste mit dem Kurs einigermaßen gehen. Dann habe ich auch noch Landabdeckung, wenn ich dicht unter Land laufe. Ja, und ob es dann nachher in die Förde reinpasst, das hängt entscheidend davon ab, ob da eine dicke Welle steht und der Wind tatsächlich abflaut oder nicht. Falls er nicht abflaut, habe ich mit Rosinen gehandelt. Da muss ich mir was überlegen, Plan B. Ansonsten schaffe ich es vielleicht bis Langballingau oder Bockholm-Wiek und kann dann da übernachten und früh morgen weiter nach Flensburg rein. Und das ist zumindest der Plan. Ob der so aufgeht, ja, das werden wir dann am Ende des Films sehen. Keine Ahnung. Auf der ehemaligen Lotseninsel Schleimünde befinden sich ein Leuchtturm und ein kleiner Nothafen. Die kleine Gastwirtschaft Giftbude ist ein beliebtes Ausflugsziel für Segler und Touristen und nur vom Wasser aus zu erreichen.
Kurz nach Passieren des Leuchtturms setzte ich Kurs West und hielt zu auf Gegnese. Schleimünde mit seinem wunderschönen Leuchtturm blieb schnell im Kielwasser zurück und ich machte gut Fahrt. Es herrschte ein stetiger Westwind von 23 bis 25 Knoten, in Böen war auch mal eine 7 drin. Und ich freute mich, meine neu erworbene Windsteueranlage endlich mal unter stärkeren Windbedingungen austesten zu können. Obwohl ich nur mit stark eingekürzten Vorsegeln unterwegs war, segelte die Biedewind mit Rumpfgeschwindigkeit und hielt wie auf Schienenkurs. Es war eine einzige Rauschefahrt. Wie im Fluge war der Leuchtturm Kalkgrund erreicht und ich verlor die Landabdeckung. Musste ich mir nur Sorgen um zunehmende See machen? Mit passierender Ansteuerung Flensburger Förde hieß es aufkreuzen hinein in die Förde. Sollte dies aufgrund von Wind oder Welle nicht gehen, musste Plan B in Kraft treten. Entweder abfallen, nach Hörepaff und hinterher Kegnes vor Anker gehen oder aber weiter segeln bis Sonderburg, was auch schon in Sichtweite lag. Um aufkreuzen zu können, benötigte ich Unterstützung durch das Großsegel. Also musste ich an den Mast und Segel setzen und das in voller Fahrt. Beilegen war aufgrund der Legerwallsituation von Kegnes nicht möglich, also hart am Wind und dann hoch den Lappen und gleich Reff 2 rein. Zähne zusammenbeißen, einpicken an der Sorgleine und nach vorn. Ich bin in der Flensburger Förde, Buckheimweg angekommen. Jetzt schläft der Wind ein. Ich hatte zum Schluss noch 4-5 Windstärken. Gestartet bin ich bei 7. Ja, perfekt. Und jetzt gibt's einen Anlegerwehr. Mit dem Hafen Bockholmvik hat es eine ganz besondere Bewandtnis. 2014 wurde die Biedewind hier zu Wasser gelassen, getauft und natürlich nicht mit Bier, sondern mit Champagner. Und sie ging in meinen Besitz über. Abgesehen von der Geburt meiner Kinder, war dies, glaube ich, einer der glücklichsten Augenblicke in meinem Leben. Alle waren angereist und wir freuten uns gemeinsam. Michelle mit meinem Schwiegersohn Jochen und meine beiden anderen Kindern Nele und Svea und meine Frau. Wir waren eine richtig große, happy Familie. Wie schnell sich das Leben doch ändern kann. Inzwischen ist meine älteste Tochter verstorben. Ich bin von meiner Frau geschieden. Nele und Svea sind in Berufsausbildung und Studium, haben auch mein Zuhause verlassen. Tja, wir können die Richtung des Windes nicht bestimmen. Nur die Segel entsprechend setzen und versuchen, Kurs zu halten. Und ich glaube, das gilt auch für mein Leben. All diese Gedanken gingen mir durch den Kopf, als ich im Bockholmvik lag. Am nächsten Morgen herrschte eine herrliche Stimmung mit dem Licht und dem abziehenden Regen über der Förde.
Ich hatte es nur eilig loszukommen, denn das Regenradar verhieß für die Mittagszeit schon wieder nichts Gutes. Morgens um 8 machte ich mich auf den Weg nach Flensburg und ließ schnell die kleine Marina in meinem Kielwasser zurück. Kurz nach 8, ich verlasse Borkholm-Wiek, tucker jetzt in die Flensburger Förde weiter rein. Für heute ist ein Sturmtuch wieder angesagt mit Gewittern und Schauern. Dementsprechend habe ich mich schon angezogen. Der Wind kommt genau aus Süd und wenn ich gleich hier ums Eck rum bin, muss ich genau Südkurs fahren. Daher denke ich wohl, ich werde mit Maschine einfach jetzt einlaufen. Das sind nur, ja, ich denke mal, 2, 2,5 bis 3 Stunden. Dann müsste ich in Flensburg sein. Da habe ich keine Lust, stundenlang aufzukreuzen. Schon gar nicht, wenn gegen Mittag da die Gewitter und der Regen losgehen. Ja, so hoffe ich nur gut durchzukommen und mir nachher ein bisschen die Stadt anzuschauen. Ja, und ja, der Sommer fällt ja dieses Jahr leider aus, ist direkt in den Herbst übergegangen. Also mal gucken, wie sich der Tag gestaltet. Morgen will ich mich da ein bisschen einwehen lassen. Oh, vielleicht mal in die Flensburg-Brauerei oder was weiß ich, was möglich ist. Corona-Zahlen steigen ja schon wieder nach oben, als bisschen plemplem im Augenblick. Egal, ich lasse mir mal die Laune nicht verderben. Und dann kicken wir mal, wie es weitergeht. So, gerade das Flach von Holnitz umrundet. Jetzt geht's voll gegen an. Rein in das letzte Stück nach Flensburg. Der Wind bläst so mit 16 bis 20 Knoten. Jo, aufkreuzen wäre mir da jetzt ein bisschen zu viel Arbeit gewesen. Bei dem grauen Wetter bringt das keinen Spaß. Nö, nö. Die Dieselfock muss ran. Und dann hoffe ich, bis Mittag da zu sein und einen guten Platz zu finden. Der Wind kam platt von vorn, doch die Biedewind marschierte munter gegen an. Während ich gebannt auf den Himmel achtete und schaute, wie er sich immer mehr verfinsterte. Mit Erreichen der Marineschule Mürwik begann es dann auch langsam zu nieseln und der Regen setzte ein. Ich fand einen feinen Liegeplatz am Ostufer gegenüber der Altstadt von Flensburg. Und na klar hatte ich nichts Besseres und Eiligeres zu tun, als so schnell wie möglich die Kuchenbude aufzubauen, da die nächsten Regenfronten schon heranzogen. Ja, genau dieses Scheißwetter, das wollte ich nicht auf meinem Weg in der Förde haben, darum habe ich Gas gegeben. Irgendwann hörte der Regen auf und
Ganz vorsichtig trat die Sonne ein wenig hervor. Folge mir auf den Weg in den Museumshafen und bewundere die wunderschönen alten Traditionsschiffe mit mir. Ich mag diese alten Boote, auch wenn es keine Rennziegen sind. Sie sind seefest und sie haben einfach Charakter. Bevor ich die Biedewind erwarb, habe ich 2 Jahre lang auf einem Traditionssegler mitgesegelt. Und ich weiß, wie viel Liebe und Arbeit in diesen alten Booten steckt. Die Instandhaltung der Substanz dieser Holzboote erfordert eine Menge Arbeit und Liebe zum Detail. Dies hier ist nicht die Schlange vor einer Corona-Teststation, sondern vor einer Matjesbude. Einen Sitzplatz im Restaurant bekam man nur nach vorheriger Reservierung. Und so war die Außengastronomie in diesem Corona-Sommer sehr beliebt. Folge mir nun bei meinem Abstecher in die Altstadt, die ich zu entdecken hoffte. Allerdings kam dann wieder der Regen dazwischen, aber das wirst du ja gleich sehen. Wie gesagt, sehr weit bin ich nicht gekommen und dann ging der nächste Wolkenbruch los. Aber zum Glück konnte ich Rast bei einem Bier machen. Leicht desillusioniert machte ich mich auf den Weg heim in den Hafen zur Biedewind, um Armbrot zu essen, in der Hoffnung, dass am nächsten Morgen besseres Wetter sein würde. Es war Sonntagmorgen und ich wurde vom Läuten der Glocken geweckt. Die Stadt war noch genauso verschlafen, wie auch die Enten auf dem Bootssteg. Ich machte mich auf, in der Hoffnung, nun bei besserem Wetter mehr von der Stadt erblicken zu können. Der dänische Charme und Einfluss war unverkennbar in Flensburg zu sehen. Und zum Glück war auch noch viel alte Bausubstanz erhalten geblieben. Das Wetter klarte auf. Und mit dem besser werdenden Wetter erhellte sich auch meine Stimmung. Es brachte einfach Spaß, in der Stadt herumzuspazieren und alle möglichen Ecken auszuprobieren, mal links, mal rechts, umherzulaufen. Das viele Spazierengehen machte hungrig und irgendwann gegen Mittag beschloss ich mir in einer der Seitengassen ein nettes Restaurant zu suchen und zu speisen. An guten Gaststätten mangelt es in Flensburg nicht. Man wird für jeden Geschmack etwas Geeignetes finden. Gut gestärkt setzte ich meine Exkursion durch die Stadt weiter fort und beendete meinen Rundgang noch einmal beim Museumshafen. Dann ging's zurück zur Biedewind, denn ich wollte zeitig in meine Koje. Am nächsten Morgen wollte ich früh auslaufen. Die Wettervorhersage war günstig. Die Regenfronten waren abgezogen und die Sonne sollte scheinen. Morgens noch schwach windig, gegen Mittag sollte es auf 4 bis 5 Windstärken aus West auffrischen. Genau günstig für meinen Kurs zurück Richtung Kiel.
Wie viel freundlicher sieht doch der Tag aus, wenn die Sonne scheint. Hätte es nicht die ganzen Tage so sein können. Die Sonne krabbelte hinter Sonnenweg empor und beim Passieren der Ochseninsel setzte auch langsam Wind ein und ich konnte Segel setzen. Heute Morgen um 6 bin ich in Flensburg los, habe jetzt gerade die Ecke von Holnis umrundet und segel aus der Flensburger Förde raus. Ich denke mal so 2-3 Stunden werde ich den Leuchtturm Karl Grund erreicht haben. Hat jetzt so zwischen 13 und 16 Knoten Wind. Kann man ganz gemütlich jetzt raussegeln. Kommt aus West, passt also, ist jetzt achterlich. Und nachher kann ich mit halbem Wind Richtung Schlei, beziehungsweise, wenn es vom Wind her passt und der nicht zwischendurch aufgibt, gleich bis Kiel durchsegeln. Dann habe ich wieder eine gute Ecke geschafft. Bei herrlichen Segelbedingungen ging es aus der Flensburger Förde heraus, vorbei an Bockholmwiek und Langballingau. Und es dauerte auch nicht lange, dann kam der Leuchtturm Karl Grund in Sicht. Sobald ich den Leuchtturm Karl Grund passiert hatte, konnte ich auf Halbwindkurs gehen und das Gebleier würde aufhören. Ab jetzt lief die Biedewind wieder richtig zügig. Nur unter Vorsegel, trotzdem mit 6,5 Knoten, was für mich Rumpfgeschwindigkeit ist. Es war herrliches Segelwetter. Es dauerte nicht lange und dann war Schleimünde erreicht. Aber da es erst 12 Uhr mittags war, beschloss ich weiter zu segeln, bis durch nach Kiel. Schnell lag Dampachter raus und ich machte mich an, die Eckernförderbucht zu überqueren, wo die Welle leicht zunahm. Günstig, wenn man einen Halbwindkurs segelt und nicht gegen die Wellen anstampfen muss. Schon bald lag La Boe voraus und ich konnte das Boot klar zum Anlegen machen. Beim Einlaufen in die Kieler Förde hieß es, das Vorsegel einzuholen und Vorderleinen und Fender klar zu machen. Es sollte nach Kielstrande gehen. Klasse, toll in Kielstrande angekommen. Die Windsteueranlage hat sich echt bewährt. Es hatte so zwischen 15 und 23 Knoten Wind. Ich bin in einem Ritt von Flensburg bis Kiel durchgefahren. Eigentlich wollte ich nur bis in die Schlei und da in die Giftbude irgendwie einkehren. Aber ich bin heute Morgen um 6 los und ich war schon um 12 an der Schlei. Da dachte ich, dann kannst du auch gleich weiter bis Kiel. Das hätte ich so ohne die Windsteueranlage nie schaffen können. Ich habe es mal probiert, den Autopiloten reinzuklinken, aber der war nur noch am Jaulen und musste aufgeben wegen der Welle und auch wegen dem Wind. Also bei 18 Knoten Wind, 20 Knoten Wind und wenn da noch Welle ist, dann bringt er das einfach nicht mehr. Und ja, die Windpilot, die hat sich da gerade erst bewährt. Also bei 11 Knoten Wind brauche ich die nicht ranbringen. Da ist mir das einfach zu unruhig. Da haut das nicht hin. Da steuert sie nicht so gut. Vielleicht muss ich das noch ein bisschen weiter ausfuchsen.
Aber wenn so richtig der Wind kommt und die Böen, dann ist sie in ihrem Element. Und die Biederhund läuft dann mit 6, 6,5 Knoten. Ja. So, Bier hatte ich auch schon losgemacht, Kaffee hatte ich auch. Und jetzt wird schön lecker was gekocht. Mit einem leckeren Essen und Glas Rotwein im Bauch krabbelte ich zufrieden und glücklich in meine Koje. Der nächste Morgen empfing mich schon wieder mit einem gleißenden Licht und verhieß spannende Abenteuer für die Biederhund. Falls dich diese interessieren, schenke mir ein Like, abonniere meinen Kanal und du wirst keines dieser Abenteuer verpassen. So long, euer Nico.